Diese Waffe ist ein absoluter Laser. Ich glaube, ich habe auch die Klasse gefunden. Schaut euch einfach an, wie OP diese Waffe ist. Ist einfach absolut präzise. Ist einfach wie ein Laser. Literally. Ja. Yeah. Unfassbar OP-Waffe. Das Update ist live, Leute. Und im Update kam eine neue Sturmgewehr. Ihr könnt es auch sehen. Das ist einfach ein absoluter Blazer. Ich meine, klar, das sind gerade Bots, Leute. Ich spiele gerade extra gegen Bots, um euch natürlich so früh wie möglich die Klasse zeigen zu können. Mit der neuen Waffe. Diese Waffe ist absoluter Laser. Ich zeige euch da auch direkt die Klasse mit den Aufsätzen, damit ihr jetzt natürlich gleich nachmachen könnt. So. Es ist gleich fertig geladen. Wir gehen jetzt direkt rein in die Klasse. Und natürlich, um es euch direkt zu zeigen, die BASP oder BASP, wie man sie auch nennen mag. Ich habe diese 5 Aufsätze drauf. So, mit dem, wir fangen direkt an mit dem Visier des Slimeline Pro. Das ist dieses Visier. Ihr könnt es auch sehen, im Gameplay ist es absolut OP. Ich denke, ihr kriegt auch dieses Visier mit dieser Waffe tatsächlich. Müsst ihr euch, glaube ich, keine Gedanken machen. Dann haben wir diesen Schaft. Ich glaube, den schaltet ihr ganz am Ende frei. Für mehr Zielstabilität und Rückschusskontrolle. Dann haben wir hier den berühmten Flashgriff. Meiner Meinung nach, der, sollte man den nehmen, damit man halt noch ein bisschen Movement hat. Man könnte auch, falls euch trotzdem die Waffe nicht präzise genug ist, könnt ihr auch den nehmen. Meiner Meinung nach sollte man den spielen. Ist einfach mehr Movement dabei. So, dann nehme ich den VX Pineapple Griff, gibt einfach mehr Rückschussstabilität und ich finde es auch sehr, sehr wichtig. Ich habe gerade ein bisschen rumprobiert und ich finde den ohne nicht so gut tatsächlich. Brun Pendulum macht diese Waffe zum Laser. Gibt vieles, eigentlich nichts zu sagen zu, zu den restlichen Aufsätzen. Das sind meiner Meinung nach die besten Aufsätze momentan. Wie gesagt, falls in den nächsten Tagen noch irgendwelche Änderungen kommen sollten und ich noch andere bessere Setups finde, lasse ich euch auf dem Laufenden, deswegen ja, folgt auch gerne diesen Kanal rein und ja, macht's gut Leute, ciao!